zien. Zal en brandig. Ja, dan hebben we een zakken. Zal bij jou en mijn oorschenkel. Ik ga met mijn sietje voor. Aan mijn oorschen, wat ook een uur. Oh, ja. Zal en brandig. Zullen we dan bij onze wijs? Jawel. Ik heb dit weer het was langweilig aan de dag, maar ik ben wieder nur alt davon. Aber ja, dann sind wir endlich an unserem Ziel und morgen fliegen wir dann nach Cancun. Also, ja. Und dann ist Silvester. Ja, ist ja, naja, das war's. Wir sehen uns später. Es ist so warm, Leute. Wir haben jetzt noch 3 Stunden oder so zum Fahren. Man stirbt einfach. Es ist einfach viel zu heiß. Es hat jetzt gerade 34 Grad. Wir haben schon 37 Grad gehabt. Aber man merkt, man kommt Chiapas immer näher. Die Natur ändert sich schon voll. Die Berge kommen schon voll aus. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da Wasserfälle, also die Wasserfälle ziemlich geil sind und die Natur generell geil ist. Ja, jetzt fahren wir aber noch weiter. Bis Tuxtla Gutierrez oder so. Und von dort geht unser Flug morgen. Und wir haben dort ein Hotel, weil wir haben niemanden auf Couchsurfing gefunden. Ja, gut, wir fahren da jetzt einmal weiter. Stay tuned! Das Geile ist, da gibt es immer so kleine Orteln, wo die so Standel haben und wo so Früchte und Kokosnüsse und so verkaufen. Und jetzt haben wir gerade eins gefunden, wo so Ananas zusammengeschnitten sind in einem Behälter. Ich glaube, die Monia kauft jetzt 2 davon. Sau geil. Das, also, Früchte braucht man bei so heißen Tagen. Mehr nicht. Oh, sie kommt, sie kommt. Yeah! Das ist genau das Richtige jetzt. Fuck, ist das geil. So nice. Ein Geschenk vom Himmel. Ja, aber echt. Yeah, fresh Ananas! Mega! Jetzt bin ich wieder gefragt, ob ich Chili aufhören mag. Wer isst Ananas mit Chili? Nicht? Lemon? Wer isst alles mit Chili? Oh mein Gott. Ja, die tun überall Chili und Lemon auf. Ja, voll. Wir brauchen Chili. So, passt. Mit der Cheers. Cheers, Mate. So gut! So heiß! 36 Grad! Willkommen in Cancun, wo alles teuer ist.
Adieu taxi for $50. You gonna pay $40 for the shuttle bus? Adieu special price. $40 more? $50 taxi. No, we wait for the shuttle bus. Okay. As cheap as we can get it, as cheap as possible. Okay, take it. Also, riesen zu wissen, vor allem, weil schon mal in Kanton man zahlt saufen fürs Taxi oder Shuttlebus oder am öffentlichen Bus. Ein normaler Bus, was nur im Zentrum fährt, zahlst du $12 pro Person. Jetzt haben wir so einen Shuttlebus, da zahlen wir $20, dafür natürlich direkt zum Hotel, aber mega teuer. Also man merkt, man ist schon voll im Touristenort, da wird wahrscheinlich alles mega teuer sein. Oder? Weil dann werden die Wochen jetzt so teuer. Später. Salve! Hallo! Wir sind jetzt bei unserer Unterkunft angekommen. Das ist unser Room! Für 2 Nächte haben wir den jetzt. Wir chillen jetzt mal, wir gehen uns duschen, richten uns her, machen wir mal Wäsche machen, das ist easy, cheesy und chillig. Und dann werden wir einen Alkohol kaufen und langsam anfangen zu trinken. Food gehen und Party! Und dann kommen schon meine Hobbys! Ja! Die kommen erst um 12 Uhr. Austrian Girls! Und dann treffen wir die Mädels in der Stadt und dann gehen wir fort und dann feiern wir New Year's Eve in Cancun, Mexiko. Wahrscheinlich werden wir pleite wieder heimkommen, weil ich weiß jetzt schon, dass das alles teuer wird, wenn wir auswärts trinken. Aber wir haben schon Bier gekauft und Wein gekauft. Das heißt, das schauen wir, dass wir von dem betrunken werden. Ja, whatever. See you tomorrow. See you immer. Tschüss. Ciao. Oh, okay. Na. Good night! Also, ich wollte es nicht. Also, wir schon gut, wir sind auch gerne. Stimmt. Bis morgen.